mal. So. Da kannst du ja dann nochmal für deine Zuschauer dich kurz vorstellen. Ja, hier ist der Move mit Tony und heute zocke ich mal wieder Path of Exile mit dem Okomic und ja, fange jetzt mit neuen Klassen an und ja, wie ihr hier seht, seht ihr nix. Nein. Ja, man muss dazu sagen, hallo, ich bin übrigens der Okomic für die, die es jetzt beim Buff mit Toni noch nicht mitgekommen haben. Man muss übrigens dazu sagen, der Buff, der Toni, oder ja, Toni sag ich mal, der Toni hat kleine Probleme heute gehabt mit seiner Internetverbindung. Und bei ihm hat es vorhin so ein bisschen geruckelt und jetzt wissen wir natürlich nicht, ob das Ganze so klappt mit dem Aufnehmen. Wie das eigentlich klappen sollte. Ne? Und muss mal schauen, ob das bei dir geht, weil ich sehe ja leider nicht, wie es bei dir aussieht. Aktuell kämpfe ich mich ja hier noch durch den Strand gerade ein bisschen. Ja, also bei mir geht's jetzt im Moment eigentlich. Und okay, bei hoffen, dir geht's auch ganz gut. Achso, Timer würde ich jetzt mal gerade noch auf 15 Minuten ungefähr stellen, dass wir ungefähr die gleiche Länge vom Let's Play bekommen. Also ja, ich mache 10 Minuten. My mother is gone. Ah, 10 Minuten, dann stelle ich auf 10 Minuten. Dann starte ich das Ding jetzt und da haben wir uns ja beide gleich vorgestellt und hoffe mal, dass wir uns dann gleich in der Stadt treffen werden. Also ich habe bis jetzt noch nicht wirklich was Tolles gefunden, muss ich mal ehrlich sagen. Also ich habe jetzt eine Rüstung, aber mehr noch nicht. Also bis jetzt habe ich nur Handschuhe an. Oh, das ist ja toll. Na, ist super. Handschuhe an und hier so einen kleinen Schläger mit was drin. Ah, doch, jetzt habe ich gerade noch was Neues gefunden. Mal gucken. Oh, das kostet 6 Mana. Interessant. Der Burning Arrow. Oh, hier kann man zweihändig sogar mit dem Maces vorgehen. Und einen netten Helm habe ich gerade noch dazu bekommen. Ich habe jetzt noch eine bessere. Oh, eine Superior Driftwood Wand. Die hole ich mir dann gleich mal. Ich habe sogar gerade einen Skill bekommen, sehe ich gerade. Ich bin ein Level aufgestiegen. Ja, ich noch nicht. Ich werde über den Melee Damage erstmal gehen. Also ich werde erstmal so ein bisschen Schaden machen. Ah, neuer Bogen. Ich weiß nicht, ob der jetzt so gut ist. Ich nehme erstmal hier, kann ich ja alles mitnehmen. Steck erstmal alles ein. Komm, steck erstmal alles ein. Ich mache das auch am Anfang immer. Ich nehme erstmal alles und leg erstmal alles an und dann gucke ich, was gut ist oder nicht. Wieso bringe ich die jetzt plötzlich alle mit einem Schuss um? Oh, Schuhe. Schön. Schuhe sind auch mal gut. Ach, da war ja gar keiner. Du weißt ja, die ganzen Spritzen und Glasscherben, die hier am Strand liegen. Ja. Iron Graves. Oh, ich bin's immer noch gewohnt, hier mit meinem Firestorm alles niederzubrennen. Und den habe ich ja jetzt gar nicht mehr. Also nicht gar nicht mehr, sondern mit diesem Charakter habe ich den nicht. Level up. Es ist ja ein bisschen schwierig jetzt momentan mit dem neuen Charakter dann so zu wissen, was man denn machen kann und was nicht, ne? Ja, toll. Ich habe eine blaue Weste gefunden, die ich gar nicht anlegen kann, weil ich keine Scroll of Wisdom habe bisher. Also ich habe 4. So ein Schwachsinn, ey. Soll ich über Attack Speed oder über Evasion gehen? Ich kenne mich mit dem Ranger ehrlich gesagt nicht wirklich aus. Okay, ich gehe über Attack Speed. Ich wollte auch gerade sagen, Geschwindigkeit kann nicht falsch sein, weil je schneller du Attacken machen kannst, desto mehr Schaden machst du ja auch im Endeffekt. Oh, jetzt muss ich mal hier den Hillock einfrieren. Ich bin gerade dabei, Hillock zu bekämpfen. Ich bin noch nicht bei dem. Es kommt aber noch. Ich finde die ganze Zeit Superior-Sachen. Super, jetzt habe ich eine Scroll of Wisdom gefunden. Jetzt, wo der Endboss tot ist. Ja, jetzt, wo ich ihn weggekloppt habe, kann ich auch meine Rüstung anziehen. Super. Und ich habe einen zweihändigen Schläger gefunden, der blau ist. Oh, schon mal besser. Increased Stun Duration on Enemies and Increased Critical Strike Chance mit einem roten Sockel. Hm, ist jetzt die Frage, gehe ich lieber zweihändig oder mache ich lieber Einhand? Naja, ich mache mal zweihändig. Wir treffen uns dann gleich in der Stadt, was? Ja. Ich habe noch nicht mal Schuhe. Bam. Warf. Oh toll, sag jetzt nicht, das ist alles zu groß, um das einzustecken. Egal, ich hab zweimal hiervon. Schlechter als der. Und mein Gem ist gelevelt.
Achso, muss man vielleicht dazu sagen, wir machen jetzt auch nur ein paar Aufnahmen, ne? Ja. Hat man gesagt, um damit dann ihr abstimmen könnt und sagen könnt, ob euch das Let's Play Together gefällt und ob ihr davon mehr sehen wollt oder ob euch das jetzt nicht so gefällt und wir lieber wieder alleine Path of Exile mit unseren anderen Charakteren spielen sollen, was wir natürlich auch machen werden. Nebenbei, denke ich mal, ne, zu den anderen Let's Plays, die sowieso schon laufen. Oh ja. Fine work with Hillock. So, ich quatsch mal ein bisschen die Leute hier in der Stadt an und lass mich da ein bisschen in Gespräche verwickeln und so. Ich nehme... hier. Es gibt den Split Arrow, den Dual Strike und den Cleave. Ich glaube, ich nehme den Split Arrow. Ja, da kannst du bestimmt mehrere Pfeile, denke ich mal, schießen. Ne? Ich sehe es ja jetzt nicht genau, was der kann. Den lege ich gleich mal an. Jetzt müsste ich zwei schießen können. Wenn ich hier schießen könnte. Ach, das ist eine eigene Attacke. Ach so. Dann rüste ich mal um. So, dann noch ein paar Aufträge annehmen. Ja, ich habe mir jetzt auch gerade erstmal das Ohr abquatschen lassen hier von den Leuten, aber das kennen wir ja alles schon aus den anderen Let's Plays. Ach nee, am besten nichts aus dem Stash nehmen. Das wäre nicht gut. Ice Nova, was kann das denn? Chilling Circle of Ice expands from the caster. Okay, ich würde aber lieber den Crown Slam mitnehmen. Den kenne ich schon. Ach, warte mal, so eine Nahkampfwaffe könnte ich eigentlich noch behalten. Für die Zweitausrüstung. Aber das hier brauche ich auf jeden Fall beides nicht. Dann. Das will ich mal ausprobieren. Kann man. Ah, schade, das geht nicht. So, Rusted jetzt Swords. Jetzt mal gucken, dass ich dich irgendwo finde. Ach, hier bist du doch. Wie heißt du? Warte. Bist du hier der Doom? Nein. Nein? Jetzt kannst du annehmen. Ah. Aha. Ich bin der O-Comic LPT. Einfallsreich. Ja, ne? Ja, ich bin so, bin manchmal so kreativ. Friends. Aha. Es ist auch so wahrscheinlich, also wenn man einmal jemanden addet, sieht so aus, als würde er sich das merken, ne? Dass das nicht nur charakterabhängig ist, sondern dass dann spielerabhängig ist sozusagen. Dass egal mit welchem Charakter man reingeht, dann sieht der und der ist gerade online. Ja. So. Sollen wir dann mal vorgehen? Hast du schon angenommen? Ja, habe ich. Achso, na dann gehen wir mal zu den Terraces, würde ich sagen. Ja. So, also ich bin da und du bist da. Ah, so siehst du also aus. Ja, lass dich mal kurz angucken, ich zoome mal ein bisschen ran. Ah, okay, sehr schön. Dieser Schuss ist cool. Drei Pfeile auf einmal. Ist nicht schlecht, auf jeden Fall. Weil er zieht auch viel Mana. Also viel, in Anführungszeichen. Ja, am Anfang hast du ja noch nicht so viel Mana und Leben, deswegen ist es auch ein bisschen schwierig bestimmt. Denke ich mal. Also der Crown Slam, der verbraucht auch einiges an Mana im Moment. So, mal gucken. Driftwood Wand. Na, ich nehme mal einen Zauberstab mit, vielleicht brauchen wir ja einen. Hier ist noch ein Bogen drin gewesen. Ah. Ja, ich habe besser. Also im Prinzip gleich starten. Oh, scheiß Mana. Feuer, Feuer, Feuer. Ich brenne. Oh, wieso laufe ich da rein? Das war nicht der Schlauste. Ich vermisse meinen Sweep gerade, den ich mit meinem anderen Charakter habe. Sweep? Ja, wo man dann so schön einfach im Kreis mal ausholen kann und alle Gegner auf einmal trifft. Ach, den Rundumschlag. Ja, den vermisse ich gerade etwas. Ich habe jetzt die Iron Jauntlets. Aha, okay. Ich muss mal gucken, was ist denn runtergefallen? Gibt es noch irgendwas, was ich aufheben könnte? Nee, nichts Tolles. Ah, ja, schade. Driftwood Club kann ich, glaube ich, mal mitnehmen. Also hier gibt es, glaube ich, auch diesen einen komischen Feuer.